Zu einem Großeinsatz aufgrund einer verdächtigen Wahrnehmung kam es am Montagmorgen im Berufsschulzentrum in der Esslinger Steinbeißstraße. Die Schulleitung löste Amok-Alarm aus, da mehrere Schüler von einem Mann mit einer Waffe auf dem Schulgelände berichteten. Auch wurden Schüler von dem Mann angesprochen, wie uns Tamara Dachtler mitteilte. Er wurde gesehen vom Bekannten von mir, dass er bewaffnet war. Und dann sind die zur Schulleitung gegangen und haben berichtet, dass sie einen Bewaffneten gesehen haben. Und jetzt ist alles abgesperrt. Polizei ist da, Hubschrauber, Krankenwagen. Also er ist durch die Schule gelaufen, hat nach einer bestimmten Person gefragt. Aber die Person war heute nicht da, anscheinend. Also wir hätten da drin jetzt eigentlich Unterricht gehabt. Und ja, am Anfang dachten wir, das sind nur Gerüchte gewesen. Aber jetzt wird es immer ernster. Die Polizei rückte sofort mit zahlreichen Kräften, darunter auch Spezialeinsatzkräfte sowie zwei Polizeihubschrauber aus. Das Schulzentrum wurde großräumig abgesperrt, durchsucht und die Schüler, nachdem eine akute Gefährdung ausgeschlossen werden konnte, auf den angrenzenden Sportplatz gebracht. Dort hatten die Polizei und der Rettungsdienst einen Sammelplatz eingerichtet, an dem die Schüler betreut wurden und bei Bedarf Hilfsangebote in Anspruch nehmen konnten. Michael Haag, Einsatzleiter Rettungsdienst, schilderte uns den Einsatz. Wir sind hier vor einer Schule im Stadtgebiet von Esslingen zu einer Bedrohungslage gerufen worden. 80 Kräfte des Rettungsdienstes, des DRKs und der Malteser waren mit ca. 30 Fahrzeugen hier vor Ort. Es haben Evakuierungsmaßnahmen stattgefunden. Insgesamt wurden 640 Lehrer und Schüler aus dieser Schule evakuiert und anschließend durch die Einsatzkräfte und Kräfte des Notfallnachsorgedienstes betreut. Der mutmaßliche Täter soll das Schulgelände mit einem Motorrad verlassen haben. Er wird wie folgt von der Polizei beschrieben. Ein 17 bis 19 Jahre alter Mann, etwa 1,75 bis 1,80 groß und schlank. Er hatte einen dunklen Ton und einen 3-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem blauen T-Shirt und einer knielangen beigen Hose. Er führte angeblich eine schwarze Pistole mit sich. Die Kriminalpolizei Esslingen bittet unter der Telefonnummer 0711 39 90 330 um sachdienliche Hinweise.